Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Gelato und wir spielen das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, jo, weiter geht's. Ich bin jetzt hier angekommen. Wir sind hier in der Nähe von dem Rätsel, wo ich das letzte Mal gesagt habe, ich schaue mal nach, wie es funktioniert. Ich habe jetzt nachgeschaut und es ist eigentlich simpel. So, hier war gerade noch irgendwie so ein Haufen mit Blättern und ich gehe mal davon aus, dass ein Grog, wenn ich das jetzt hochhebe. Tatsache. Deswegen habe ich genau hier die Aufnahme gestartet, weil ich dachte, okay, da ist irgendwas. Eigentlich wollte ich dahin hinlaufen und dort ist die Aufnahme starten. Bei dem Schrein, aber der Grog hat mich dazu gezwungen, es schon hier zu starten. So, hier nehmen wir jetzt einen Apfel hier. Ja, dann laufen wir einfach jetzt dahin. Ist zwar jetzt noch ein kleiner Weg, aber wir müssen dahin, damit ich das endlich schaffe und diesen Schrein hier absolviere. Deswegen laufen wir dahin. Dauert wie gesagt ein bisschen, aber da müssen wir hin. Und es ist ganz einfach. Man muss einfach beziehungsweise wir hatten ja im letzten Part, da haben wir ja die brüchigen Steine kaputt gemacht. Allerdings habe ich, glaube ich, eins übersehen, beziehungsweise, ja, schaut einfach mal selbst, wenn wir gleich dort sind, wie das funktioniert. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, eins übersehen und das müssen wir dann halt machen. Aber dafür müssen wir erstmal dahin kommen. Bin auch gespannt, ob hier auf dem Weg irgendwelche Bösse noch sind, weil ich weiß gar nichts mehr. Ich habe so vieles hier. Boah, das ist voll komisch, aber wenn man das halt wirklich einen Monat halt nicht gespielt hat, oder halt 5 Wochen, bisschen länger sogar, vergisst man halt vieles, wo hier was ist und dies und das und jenes und ihr wisst schon. Ja, ist halt ganz, ganz komisch, aber macht auf jeden Fall wieder super, super Spaß, weiter aufzunehmen. So, was haben wir denn hier vorne? Ah ja, okay, da ist auf jeden Fall eine Base. Genau, wenn man von oben hinguckt, sieht man eigentlich, dass da so ein... Genau, hier dieser Knochenschädel. Knochenschädel ist, das heißt, da ist hier eine Base von den Bösewichten. Das können wir auf jeden Fall auch mit auseinandernehmen. Nee, die Pfeile benutzen wir mal nicht. Wir haben ja die hier. Da hatte ich euch auch mal einen Trick gezeigt, wie man von denen unendlich bekommt. Von den ganz normalen Holzpfeilen. Und ja, auf jeden Fall sehr cool. Oh, hier kriegen wir sogar Elektropfeile. Das ist ja nice. Elektropfeile sind cool. Okay, die halten aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen was aus. Zwar nicht so viel, aber halt ein bisschen, ne? Genau, so war das mit Anvisieren. Und dadurch haben wir auch gleichzeitig den Schutz. Stimmt, stimmt, so war das. Ja, man ist aus der Übung nach einer Zeit, Leute. Ist es wirklich so? Spielt das mal einen Monat nicht und dann spielt man wieder und dann... Währenddessen zockt andere Spiele, wo hüpfen eine andere Taste ist, dies und das, und dann kommt man halt wirklich aus der Übung. Das ist halt wirklich so. Deswegen nicht böse sein, wenn ich ab und zu mal die falsche Taste drücke, aber ich muss, glaube ich, wieder erstmal reinkommen. Aber das funktioniert schon mal ganz gut. Außer hier das mit den Bomben platzieren. Na gut, das kriegen wir aber auch noch hin. Ja, kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Tja, das haben wir gemacht und wir wollten... Genau, ich wollte auf jeden Fall nochmal hier reingucken, was da ist. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwie so einen kleinen Schatz. Jetzt gucken, wo der Eingang ist. Achso, der möchte auf jeden Fall noch so einen Shot in seinen Hintern. Das ist krass, dass ein Headshot mehr Schaden macht als so ein Arschshot. Das ist krass, oder? Oh, da haben wir auf jeden Fall eine Kiste geöffnet. Weil so ein Arschshot, das tut doch ziemlich, ziemlich weh und zwiebelt wie sonst noch was. Ja gut, aber in den Kopf tut es natürlich auch weh. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Man müsste einfach hier so reinschießen und alles ist tot und kabumm und dies und das. So, was haben wir denn hier drin? Auf jeden Fall haben wir hier 100 Rubine. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, wir müssen also in diese Richtung nach wie vor. War das in diese Richtung? Ich glaube schon. Ja, genau, dahin müssen wir. Also das Rätsel ist wirklich so einfach. Man muss halt wirklich alle brüchigen Steine da kaputt machen, beziehungsweise gibt es 3 Stück oder so. Also die, die brüchig sind. Und dann... Ja, dann ist auch ein Weiterkommen drin. So, er spielt seine Musik. Ja, also es fehlt noch ein kleines bisschen, ihr seht. Der Wind ist noch nicht ganz entfacht. Aber auf jeden Fall, wir gehen mal da hinten hin. So, das ist fertig. So, hier, das haben wir auch. Also, was noch fehlt, ist auf jeden Fall
Ich weiß nicht, kann man das von hier schon sehen? Ich muss mal gucken. So, die Krabben nehme ich mal mit. Also auf jeden Fall gibt es hier... Genau, da. Das müssen wir kaputt machen. Und das hatte ich übersehen gehabt. Und dementsprechend... Ja, aber nicht damit. Wobei, warte mal, warte mal, warte mal. Nee. Okay. Planänderung. Wir nehmen auf jeden Fall hier Bombenpfeile. Die haben auch guten Dienst. Und ich glaube, das war's. Das war's. Das hatte ich übersehen gehabt. Und das ist das Rätselslösung. Und dementsprechend ist jetzt ein voller Wind da. Genau. Und jetzt muss ich hier den Hauptgang gleiten und auf dieser Plattform landen. Und dann müsste eigentlich der Schrein erscheinen. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Ja, ja, das gute Zitat aus Men in Black. Wer kennt das nicht? So, mal gucken, ob das von hier schon reicht. Denke mal schon. Oh, das wird ganz, ganz eng. Das wird super, super eng und. Meh. Vielleicht reicht es auch einfach. Nee, also ich muss von da oben gleiten. Okay, dann machen wir das ganz anders. Dann werde ich auf die höchste Position klettern, beziehungsweise auf diesen Berg. Und von dort aus dann runtergleiten. Ich glaube, das sollte dann klappen. Aber das ist wieder so typisch. Wenn man weiß, wie das Rätsel geht, ist es super, super einfach. Aber wenn man es nicht weiß, dann stellt man sich so doof an. Und dann denkt man, bist du doof oder was? Dass du das nicht verstehst? Aber manchmal ist es halt so. Manchmal kommt man nicht sofort auf den... Ja, auf den Dreh, was man halt machen muss im Spiel. Ich meine, die Entwickler haben sich auch irgendwas gedacht, das ein bisschen rumgerätselt werden soll und dies und das. Und deswegen ist das, glaube ich, vollkommen okay, dass man nicht sofort ja auf das, ja, auf die Lösung kommt, ne? Ja, die kann man nicht kaputt machen. Jetzt will ich die doch nochmal kurz alle anheben, weil vielleicht gibt es hier einen Grog, ich weiß es nicht. Aber dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass hier kein Grog ist, wenn ich die jetzt hier alle angehoben habe. Ne, wahrscheinlich gibt es hier echt nichts, aber egal. Dann weiß ich halt für mich Bescheid, okay. Hier gibt es nichts. So, weg damit und noch die drei Stück. Ja, Link der Steineheber. Eigentlich, Leute, jetzt überlegt man ganz ehrlich. Das, was der Link als hochhebt, der müsste eigentlich voll der Bodybuilder sein, was der für dicke Arme haben müsste normalerweise. Das ist ultra krass. Hä, habe ich den nicht gerade hochgehoben? Den respawned? Okay, die habe ich anscheinend übersehen. Lups. Ach ja, ist das herrlich. Hä? Was ist das denn für ein Steinkreis da unten? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Okay, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist es auch dein Grog. Gut, wir werden auf jeden Fall von hier aus jetzt gleiten. In die Richtung dort. Und ich glaube, das ist ziemlich cool. Und diesmal sollten wir dort ankommen. Ja, das sieht gut aus. Und wir sollten auch hier ein bisschen landen. Beziehungsweise genau hier so drauf. Und tschack. Ja, Tatsache. Es öffnet sich der Schrein. Wie gesagt, nachhinein ist das super einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, dann ist das immer so eine... Und der Zuschauer denkt dann, oh, bist du doof? Kriegst du das nicht hin? Es ist doch voll einfach. Ja, aber wie gesagt, manchmal kriegt man nicht sofort die Lösung hin. Und manchmal weiß man auch nicht, was man machen muss. Deswegen ist das voll legitim, dass man da ein bisschen rumrätselt und vielleicht doch erstmal auf die Fresse fliegt, weil man nicht weiterkommt. So, Thema des Windes. Aber wie ich schon gesagt habe, ich spiele das Spiel so, wie ich mag. Und ja, so, der Chiyoda-Schrein. Dann gehen wir mal rein und machen den mal. Den Chiyoda-Schrein. Yoda, Meister Yoda, was weiß ich. So, gehen wir mal rein und checken ihn mal aus. Okay, anscheinend gibt es hier nichts zu tun. Die Prüfung an sich war, in den Schrein reinzukommen. Haben wir geschafft? Alles klar. Der Chiyoda. Wie ich schon mal gesagt habe, das ist ganz komisch, dass die ganzen Schreine so komische, irgendwelche japanischen, chinesischen Namen haben oder wie auch immer. Weil wenn die wirklich irgendwie so Gartenschreien, Baumschreien und was auch immer, dann wären irgendwann mal die ganzen Wörter weg. Das Feuergroßschwert haben wir auch schon mal gefunden gehabt. Können wir allerdings nochmal mitnehmen, beziehungsweise wir schmeißen dann hier die Eislanze weg. Tja, wie gesagt, ich denke immer noch im Hinterkopf,
Dass wir auf jeden Fall noch die Nebenmission machen. Also wir haben sau viele Nebenmissionen und das habe ich nicht vergessen. Wie ich schon mal gesagt habe, ich möchte erstmal die ganzen 120 Schreine holen. Und sobald wir das geschafft haben, werden wir auf jeden Fall dann die Nebenmission machen überall, die wir jetzt noch offen haben. Ich kann jetzt nicht versprechen, deswegen wir zu 100% alle Nebenmissionen machen. Aber auf jeden Fall, alles was ich sehe, werde ich mitnehmen. Alles was ich sehe in Nebenmissionen, werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und deswegen kommt halt bei mir etwas später. Keine Ahnung, wie das die anderen Let's Player machen, ist mir auch egal. Ich mache mein Ding und jo, ich mache das so, wie ich das mache. Ja, und ich hoffe, es gefällt euch. Juhu, das dritte Zeichen der Bewährung. Fehlt noch eins für ein neues Herzchen. So, dann lasst uns mal hier bitte raus, damit wir fleißig weitere Schreine suchen können. Ja, auf jeden Fall. Ich sollte auch mal langsam wieder in die Wüste gehen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall auch noch einen Schrein, aber das machen wir auf jeden Fall noch. Muss halt nur gucken, wie wir das mit den Wüstensand machen, weil das war ja so letztens so ein Problem. So, das kann auf jeden Fall schon mal weg. Dann löschen. Gibt es hier noch irgendwas in der Nähe? In der Nähe gibt es hier nichts. Allerdings hier gibt es noch was. Und ich weiß, auf jeden Fall habe ich mich leider irgendwo gespoilert, dass hier vorne... Guck mal, hier ist so ein Herzen. Das hatte ich euch schon mal gezeigt gehabt. Dass hier vorne irgendwo noch eine große Fee ist. Glaube ich zumindest. Deswegen werden wir mal, glaube ich, hier hin jetzt gehen. Und werden von hier aus... Erstmal hier hoch und nachdem wir hier waren, gehen wir dann hier hin. Habe ich jetzt so geplant, mal gucken, ob wir das so bekommen. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt hier hin und gucken mal, ob tatsächlich da eine große Fee ist, weil irgendwo habe ich leider irgendwie was gesehen, aus Versehen, bei irgendjemandem, dass da glaube ich irgendwie eine Fee ist. Glaube ich zumindest mich erinnern zu können. Aber ich weiß es halt nicht. Wir schauen mal, ob da tatsächlich eine große, kräftige Fee ist. Ach ja, das ist schön. Macht auf jeden Fall super Spaß, wieder das Spiel zu spielen. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr da auch irgendwie eine Pause gemacht hattet und dann wieder loszockt. Oh, das sieht sehr, sehr geil aus hier. So schön tropisch. Wir müssen den Weg und dann einfach, ja, einfach den Weg folgen, ne? Ich meine, wir können jetzt auch geradeaus. Das ist nämlich dieser Berg hier. Da hinten, vielleicht auch sogar weiter noch dahinter, hinter. Aber müssen wir mal gucken. So, wir müssen also hier lang. Wahrscheinlich, ich kann mich erinnern noch, damals wisst ihr, wo wir zu Zora das erste Mal gekommen sind. Allein dieser Weg dort hat, glaube ich, zwei Parts gedauert. Allein diesen Gehweg, den wir da lang gelaufen sind, war super, super, ja, lang. Aber das sieht auch so super cool aus, da hinten der Sonnenuntergang, Aufgang. Ja, Untergang, es ist ja 20.40 Uhr und wir sind soweit richtig. Ja, wir laufen auf jeden Fall diesen Weg hier. Was ist das denn da hinten? Das sieht ja auch lustig aus. Ich habe keine Ahnung, was das da hinten ist. Müssen wir mal kurz schauen. Aber in der Luft können wir, ja, leider keine Fotos machen. Aber ich würde mich auf jeden Fall jetzt noch mal kurz... Ah, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Monster Base. Aha, da lacht jemand. Warum wird da gelacht? Eine Fischerharpune, okay. Ein Werkzeug zum Fangen größerer Fische. Dank seiner Spitze diente es auch als Waffe. Die besten Fischer können damit eine Forelle aus 5 Metern Entfernung aufspießen. Na, das ist ja interessant. Ah, guck mal, hier ist ein Teil. Nee, das Gute möchte ich nicht verschwenden. Ja, was ist dann los hier? Ha, da guckst du jetzt doof aus der Wäsche, hä? Ja, ja, der droppt Bananen. Der droppt Bananen. Haben wir eigentlich noch einen Bogen? Wir haben, ja, wir haben eigentlich gute Bögen. Scheiß auf den Bogen, der jetzt rumliegt. Ansonsten, ich glaube, hier war ich ja schon mal. Ich weiß es nicht. Doch, war das nicht hier dieses Fischerdorf? War das nicht dieses Fischerdorf hier? Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Sieht aber auf jeden Fall aus wie so ein Fischerdorf.
Eine Röstpalmfrucht. So. Ja, wie gesagt, ich will mal kurz da hinten hin und mal schauen. Ja, vielleicht war ich hier doch nicht. Ah! Von hinten in seinen Hinterkopf ein Headshot. So macht man das heutzutage? Also ich frage mich, was es hier wirklich gibt. Das ist ein bisschen größer. Das ist auf jeden Fall hier viel größer. Aber da, wo wir jetzt schon mal hier angekommen sind, muss ich mal gucken, wo wir... Wahrscheinlich, ich gehe mal da vorne hin. Genau, ich gehe mal da vorne hin und von dort aus können wir dann rübergleiten. Dorthin und auch dahin, ja. Okay, sind auf jeden Fall ganz, ganz viele hier. Das ist auf jeden Fall irgendwie eine größere Basis von den bösen Moblinge hier. Oder wie die heißen? Moblings? Hießen die so? Ich weiß es nicht mehr. Hey, was los? Geh da hoch. Geh da hoch, Link. Sofort. Sehr gut. Okay, wir haben ein Feuerschwert. Wir werden auf jeden Fall mit diesem Feuerschwert hier... okay. Einiges rasieren, wollte ich sagen. Ah. So, die nerven die Teile. Kriegen Headshot. Ja, im Sniper bin ich noch ziemlich gut. Generell mit dem Controller würde ich behaupten, ich kann ganz gut zielen und snipern. Aber ich möchte mich jetzt nicht hochloben. Hoch, 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 hoch. Okay, da haben wir ein krasses Samurai-Schwert. Brauchen wir allerdings jetzt erstmal nicht, glaube ich. Halt die Fresse mit deinen Pfeife hier. Gib dir gleich. Oh, da ist er runtergefallen. Ah, da guckt er jetzt doof aus der Wäsche. Oh, da hält aber auch was aus. Das ist eigentlich voll, wenn man überlegt, dass man die Monster hier so verbrennen kann. Leute, verbrennen. Das tut ihnen doch voll weh eigentlich. Aber es sind Monster. Monster sind böse, daher kann man die auch verbrennen. Aber nur böse Monster. Es gibt auch bestimmt gute Monster. Aber nicht in Zelda. Die sind ja alle böse. Die sind alle böse. Okay, da oben ist ein Schatz. Tatsache. Nein! 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 Was ist denn los hier? Da piekst er mich einfach runter, das Schwein. Wortwörtlich, das ist eine Sau. Das gibt's nicht. Na gut, müssen wir nochmal hoch. Da müssen wir nochmal hoch. Meinen Weg kenne ich jetzt auswendig. Könnte ich auch sogar blind laufen hoch? Naja, vielleicht auch nicht. Okay, das Teil hat uns auf jeden Fall überrascht. Überrascht und verarscht. Genau. Ein neues Wort kreiert. Okay, wie machen wir das jetzt? Der piekst uns bestimmt nochmal runter. Also versuchen wir den mal zu headshotten. Wunderbar. Klappte gute, 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 gute. So. Auf jeden Fall sein Zeug brauche ich. Die Waffen von denen sind wahrscheinlich Rotz. Naja, zumindest brauche ich die nicht. So. Und zu dir jetzt, du Würstchen. Das war's, ein Hieb, was? Ah, guck mal, Tatsache, ich musste sogar alle killen, damit die Schatztruhe hier auftaucht. Beziehungsweise, dass man die öffnen kann. Ganz, ganz nice. Und mal gucken, was drin ist. Es ist ein Schatz. Es ist eine Ritterhellebarde. Davon haben wir auch schon mal welche gefunden. Ja, würde ich sogar sagen, welche. Also sprich öfters. Was können wir wegmachen? Wir könnten... Bestienschwert, das war von dem Leune, ne? Den wir auch vor kurzem besiegt hatten. Jo, nehmen wir auf jeden Fall die Hellebarde. Die macht zwar nur 13 Schaden, allerdings, ja. Jetzt habe ich ein Foto gemacht. Eigentlich wollte ich hier das aufmachen. Ich wollte hier hinten lang. Genau, ich wollte da hoch zum Berg. Wie gesagt, wahrscheinlich ist dort eine Fee, irgendwie sowas. Bin mir aber nicht ganz, ganz sicher. Sonst würde ich sagen, okay, da ist 100% eine Fee. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt auch noch in der Wüste irgendwo eine Fee. Die müssen wir auf jeden Fall auch dann noch suchen finden. Im besten Falle. Und dann hätte ich 4 Feen. Angenommen, hier wäre eine Fee. Dann hätte ich schon mal 3, ne? Und mit der in der Wüste hätten wir dann schon mal 4 Feen. Und dann hätte ich auch wahrscheinlich meine komplette Rüstung ganz hochtun können. Allerdings fehlen mir da sicherlich noch etliche besondere Teile, die man dann benutzen muss, um ja die Rüstung halt komplett hochzutun. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir bekommen, wenn wir alle 120 Schreine haben. Bin mir sicher, dass es da irgendwie auch eine Belohnung oder sowas gibt.
Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Gut, das wollte ich zwar jetzt nicht, aber stimmt. Wenn man das auflädt, dann macht ja dieser komische Kamelenblitz-Dingsbums-Gedöns. Na, ihr wisst schon. Von den Garudas. Ist eigentlich schon ganz lustig. Ist schon mal ganz lustig und ich laufe auf jeden Fall richtig. Ja. Was mir hier so ein bisschen fehlt, naja, wobei, das kann man ja machen. Also man kann ja, naja, so gesehen, man kann es ja wirklich direkt machen. Eine Feuerstelle und dann halt den Tag erzaubern. Da habe ich gerade so an eine Ocarina gedacht und ja, dementsprechend, ja, wie gesagt, man kann es auch einfach schlafen und dann ist tags. Weil wir jetzt halt so oft nachts rumrennen. Okay, also fehlt mir doch nichts. Dieser komische, hässliche Bulle, da hat er mich gepikst und haut einfach ab. Die olle Drecksau. Da ist er weggerannt. Beziehungsweise weggespawnt. Oh, hier haben wir ein paar Blümchen. Die sind schön. Okay, jetzt würde ich tatsächlich gucken, ob tatsächlich hier irgendwas Geiles gibt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr aromatisch hier. Da kommt er einfach hier raus und kann wieder hier reingehen. Ah, das sind so billige Sachen, ne? Ach, guck mal, hier ist ein Teil wieder. Burn. Da brennt er. Und der mit seinen Schwertbananen. Wobei, Schwertbananen kann man kochen. Dadurch kann man seine Angriffskraft steigern. Und ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich nice. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Ach, guck mal, da ist noch so ein Ochse. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ich habe irgendwas gekocht mit dreimal Verteidigung. Und da hat der Gegner nur noch so ein Viertel des Herzens abgezogen. Voll krass, also fast gar nichts. Und so kann man auch quasi die Schreine machen auf schwer. Wenn man einfach seine Rüstung hochtun, dann kann hier keiner was. Da kann hier auf jeden Fall keiner was. Oh, hier ist so ein Typ. Was machst du denn hier? Halt, nein. Ich habe es zuerst gesehen. Ich will gar nichts. Was hast du zuerst gesehen? Was geht's denn? Nein? Was für ein Glück. Ich heiße Wabiski. Schön. Ich bin Link, hallo. Ich habe mich ein bisschen verlaufen und bin irgendwie hier gelandet. Und dann erblicke ich plötzlich diese wunderschöne Frau hier mitten im Nirgendwo. Zuerst dachte ich, naja, es wäre nur ein Trick. Vielleicht ein Geist oder ein Lockvogel für eine Bande von Weglagernen. Aber all das würde nichts daran ändern, dass ich meine absolute Traumfrau ist. Ich muss einfach ansprechen. Ich hatte immer meine Liebe mit einem Schleichglöckchen zu verkleiden. Wenn ich nur ein Schleichglöckchen hätte, könnte ich ohne Zögern zu ihr gehen. Was für eine Frau. Sie ist wirklich schön. Die Schleichglöckchen findet ihr nicht auch? Willst du etwas von uns haben? Wenn ich mir ihre imposante Haltung ansehe, vergesse ich sogar, dass es regnet wie eine Göttin. Ich möchte sie so gerne ansprechen, aber ich habe nichts dabei, worüber man mit Frauen spricht, wenn ich bloß ein Schleichglöckchen hätte. Haben wir nicht sowas? Kaum spreche ich darüber, schon habe ich seinen wunderbaren Duft in der Nase. Moment mal. Hast du etwa ein Schleichglöckchen? Ich habe tausende. Gib mir her die Blume sofort. Ja, hier, bitteschön. Ich habe wirklich sehr, sehr viele von denen. Ich danke dir. Wenn ich damit nicht ihr Herz gewinne. Schmacht. Ah, ich kann es einfach nicht. Meine Beine wollen sich kein Stück bewegen. Es tut mir leid, aber kannst du mir die Blume vielleicht, ja, okay. Wir überreichen das. Vielen lieben Dank. Ich gebe dir das Schleichglöckchen zurück. Ich habe davon viele. Vergiss aber nicht, ihr zu sagen, dass das ein Geschenk von mir ist, okay? Ja, okay. Oh, hier ist eine Maxi rüber. Vielleicht sollte ich mir die Stelle hier merken. Genau, das ist hier so ein Herzchen. Ach, deswegen ist hier ein Herz. Jetzt macht das Sinn. Jetzt macht das Sinn. Anscheinend gibt es hier doch keine Fee. Okay, wie auch immer. Boah, hier wachsen ja so viele Maxi-Rüben. Das ist ja genial. Diesen Ort muss ich mir auf jeden Fall merken. Dadurch können wir uns so geile Sachen kochen. Eine Maxi-Rübe macht direkt volle Herzchen und darüber hinaus. Okay, Madame, dann sprich dich mal an. Savota. Ein schicksalhaftes Treffen mitten in strömenden Regen. Bist du etwa ein Boy meiner Träume?
Bin ich der Wohl deine Träume? Na, kaum wohl. Aber das hier ist schon eine legendäre Liebestreich, oder? Auf der anderen Seite steht nur ein komischer Foy. Ob ich den Foy meiner Träume wirklich hier treffen werde? Was ist das? Ja, das ist von den Typen da hinten. Hier, bitteschön. Oh. Dieser Wolf schenkt mir Blumen? Hä? Punkt, 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 Punkt. Du scheinst die Wahrheit zu sagen. Was passiert jetzt? Hochzeit? Heiraten? Kleine Kinder? Also, hast du mir diese Blume geschenkt? Ja, tut mir leid. Bestimmt magst du gar nichts. Die Schleichglöckchen meine ich. Das ist Unsinn. Das ist absolut meine Lieblingsblume. Aber woher konntest du das wissen? Vielleicht bist du ein feindlicher Spion. Was? Was? Nein, natürlich nicht. Schleichglöckchen sind auch meine Lieblingsblumen. Deshalb hatte ich schon immer vor, einmal der Frau meiner Träume eins zu schenken. Deiner Träume? Du meinst, wir sind füreinander bestimmt? Dann bist du vielleicht der Wolf meiner Träume. Also gut, dann raus damit. Sag mal, bist du schwer vom Begriff, was ein Wolf zu einer Weih sagt? Ich liebe dich, oder wollen wir mal ausgehen? Sowas halt. Ja, natürlich, mit Freuden. Bäh. Na, hast du das gehört? Sie hat mir ihre Liebe gestanden. So etwas hat noch nie eine Frau zu mir gesagt, und jetzt höre ich es aus dem Mund meiner Traumfrau. Ich verschmachte. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagte die Biene zum Stachelschwein. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das hier ist ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Wie, nur 20 Rubine? Warum bist du denn so knausig? Mehr bin ich dir also nicht wert? Ich wollte schon sagen. Gib mal ein bisschen mehr, Zaster. Was ist denn los hier? Los, 200, 300 Rubine mindestens. Hier, Verzeihung. 100? Waren besser. Hey, du. Du hast mir geholfen. Du hast ja, finden wir einmal, eine gute Vibe für mich. Also auf jeden Fall schleichende Liebe. Okay, hier gibt es anscheinend doch keine Fee. Aber warum gibt es hier keine Fee? Okay, hier gibt es also doch nur ein... Ja, na was heißt nur? Ich bin froh, dass ich die jetzt hier zusammengebracht habe. Die bekommen ganz viele kleine Kinderchen. Und das Krasse an der Sache, hier gibt es ganz viele Maxi-Rüben, die dann wahrscheinlich wieder respawnen nach einer Zeit. Und dementsprechend muss ich mir das hier merken, dass man auf jeden Fall hier ganz viele Rüben bekommt. Ich werde mir die Stelle wahrscheinlich irgendwie so markieren, naja, mit einem Herzchen. Wir machen einfach mal hier so einen Kochtopf, dann weiß ich, okay, hier gibt es Zutaten. Ach ja, das doofe Ausrutschen, wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Okay, also wir haben hier nichts gefunden, dementsprechend wollte ich ja jetzt genau hier hin. Das heißt, ich muss also in diese Richtung. Anscheinend gibt es hier doch nichts. Dann tut es mir leid. Ich dachte, hier wäre wirklich irgendwie so eine Fee. Irgendwo habe ich das ja gesehen, aber anscheinend doch nicht. Aber in der Wüste gibt es eine, auf jeden Fall. Oder da gibt es doch irgendwo eine, nur ich habe sie jetzt nicht gefunden. Wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir jetzt in diese Richtung hier. Boah, das sieht echt alles so geil aus hier. Naja, gerade halt so ein bisschen verschwommen und ein bisschen... nebelhaft, aber ich meine, da hinten zum Beispiel, das sieht so richtig fett aus. Ah, da ist so ein Dings da hier. Und da ist noch so ein Dings da hier. Oh, lecker Fleisch, lecker Fleisch. Boah, ich habe auch gerade echt Hunger in Real Life. Muss mir mal nachher was Leckeres braten, am besten so ein Rindersteak. Erstmal so eine Kuh schlachten und dann lecker Rindersteak. Nein, leider habe ich keine Kuh hier. Also wir müssen in diese Richtung da hoch und mal schauen, ob wir da hoch ankommen, beziehungsweise, ja, ich frage mich, was das für ein Schrein ist. Ob wir da wieder irgendwie so ein Rätsel machen müssen, wie doch so oft, oder einfach da hoch, beziehungsweise, ob das ein offener Schrein ist. Ist das euer Ernst? Muss ich,
Okay, ganz, ganz ruhig. Okay, wir machen das anders. Wir laufen hier so außen rum. Naja, da muss ich ja trotzdem hoch. Da muss ich ja trotzdem hoch. Oh, das ist doof. Das ist gerade echt ein bisschen doof. Ich hasse Regen. Ich hasse Regen in diesem Spiel. Das ist wirklich so ein Abfuck. Der Regen hier in diesem Spiel ist einfach fürs Nichts. Man rutscht die ganze Zeit nur aus. Wirklich nonstop. Okay, das hatten wir geschafft und jetzt können wir weiterlaufen. Beziehungsweise wir sind jetzt hier irgendwo am Kutensumpf. Haha, was gibt's hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein paar Grogs. Wie die, ja, die sind ja sonst fast überall. Oh, sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier, muss ich sagen. Ah, guck mal, hier gibt's einen Boss. Ja, dann wollen wir den doch mal schnell hier platten. Wir nehmen auf jeden Fall irgendwas, was Schaden macht, sowas wie hier. Der hat sogar eine Kugel bei sich. Das heißt, warte mal, vielleicht brauche ich den sogar. Vielleicht brauche ich den sogar. Also auf jeden Fall muss ich den töten, um die Kugel zu bekommen. Und das war's. Ich liebe diese Aufladetacke, die ist einfach so göttlich. Und genau deswegen habe ich drei Ausdauerleisten und keine nur zwei oder zweieinhalb. Warte mal, hatte der nicht Kugel? Hä? Aber bin ich jetzt verwirrt? Ach, da ist die Kugel. Ich wollte schon sagen, der hat doch eine Kugel mal. Und auf jeden Fall noch eine Knochenbokerlanze. Eine Waffe aus Kiefernteile eines urzeitlichen Tieres. Die Zähne sind doch immer sehr scharf. Boah, Bocklins. Mit so einer Lanze sollte man sich in Acht nehmen. Ja. Jetzt die Frage, wo müssen wir diese Kugel hier einsetzen? Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Aber wahrscheinlich habe ich doch eine Ahnung. Und das hat irgendwas hiermit zu tun, mit diesem Schrein hier. Weil nicht umsonst gibt es hier irgendwie eine Kugel, ne? Gut, dann werde ich die auf jeden Fall jetzt mal mitnehmen. Und wir gehen also auf jeden Fall Richtung zu diesem Schrein da oben. Wahrscheinlich da oben. Und das ist wahrscheinlich auch des Rätsels Lösung. Muss ich mal gucken. Jetzt die Frage, wie kommen wir da hoch? Kommen wir ganz normal da hochgelaufen? Ja, wahrscheinlich schon. Da ist irgendwie so eine Bergziege. Mäh, mäh. Geh weg. Geh weg, du Ziege. Sonst kriegst du hier diese Kugel auf den Kopf. Ich hoffe, das ist richtig, was ich gerade mache. Dass da oben einfach so ein Teil ist, wo man das drauflegt und dadurch erscheint ein Schrein. Und dann ist die Sache geritzt. Ha! Wie ich es gedacht habe. Tatsache. Ach, hier gibt es sogar zwei. Okay. Okay, alles klar. Hier, du gehst schon mal da rein. Drei? What? Hier gibt es sogar drei. Was ist dann hier los? Okay, das heißt, aber wenn man jetzt so ganz normal überlegt, müsste wahrscheinlich hier noch eine Kugel sein. Und hier. Oder hier. Oder hier. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Oder hier. Hier könnte eine sein. Also auf jeden Fall hier. Ich habe keine Ahnung, wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Okay, was steht hier geschrieben? Hier steht geschrieben, die uralte Kugeln, welche die Riesen der Bergeshüten öffnen den Weg zum Heldenprüfung. Okay, alles klar, wie ich gesagt habe, ja. Geheimnis der drei Riesen. Okay, also eine Riese müsste auf jeden Fall noch da unten sein. Allerdings werden wir das im nächsten Part angehen, die Riesen, sonst wird der Part zu lange. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auch über eine Bewertung freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.